Jo, willkommen zurück zu Max Payne 2. Ja. Ja, läuft ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Gut. Verdammte Schleimbeutel, aufmachen! Hier sind Leute drin gefangen! Die Scheißkerle haben die Tür verschlossen. Kommst du zu meiner Rettung? So Ja, ungefähr. nee, ist Wir klar, müssen ey. hier raus. Ach Wenn komm, du lass die mich weg Flammen hier. löscht, kommst du Verdammte vielleicht zu Scheiße. einem Fenster im dritten Stehen Stockwerk bleiben, noch Schwurbel! Haben sie beide überlebt, ja. Cool. Mal ein bisschen gucken, was hier so los ist. Niemand zu Hause! Verschwinde! Ja. Ach, die folgen mir auch noch. Hab ich mich erschreckt schon wieder, ey. Mann! Fahrstuhl ist kaputt. Ein Wunder, dass ich da nicht gerade ein Gewisch gekriegt habe, so wie das so rumbrutzelt. Aber gut. Ab in den Keller, Der ja? Gashahn war im Heizungskeller. Ja, denn? Wollen wir mal gucken, ob die Russen schon da sind, wa? Aber erstmal einen Schluck Cappuccino. So. Freunde. Oder auch nicht Freunde. Kein Keller, den ich nicht brauche. Nachdem das Gas abgedreht war, war das Feuer im dritten Stock kein Problem mehr. Sehr cool. Aber uns kommen hier bestimmt gleich welche entgegen, denen das gar nicht gefällt. Ha! Oh, die schießen mir ins Genick, das gibt's doch nicht. Ja, bescheuert oder was? Offenbar, ne? Naja, hole ich mal den Painkiller, den ich eigentlich nicht brauche. Aber gut. Da ist er. Ja, komm. Macht euch weg. Lass das mein Papa machen. Papa macht das gut. Ja, jetzt muss ich die Treppe hier wahrscheinlich nehmen, ne? Du. Genau, jetzt ist da nämlich das Feuer aus. Hier brennt trotzdem dicke die Hütte. Painkiller. Ich hab her den Schund. Oh, hab ich hier schön blöd gelaufen, ne? Das hat mich nämlich schön verletzt gerade. So, was ist denn jetzt hier los? Hier muss ich raus. Hey, mach du deinen Job, dann mach ich nachher vielleicht meinen. Ich geb dir von hier Deckung. Ja, nee, ist klar. Thank you.
Neues. Okay, ich kann nur hoch. Wie es aussieht. Da liegt Zeug, ne? Oder doch nur ein paar Kieselsteine. I don't know. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da hinkommen soll, ne? Keine Chance. Wenn das was ist, dann ist das mit Sicherheit wieder so secret. Ach du Scheiße. Ja, das ist er. Oh yeah! Voll der Checker. Krass Munition! Ihre Wohnung wurde überfallen? Das ist ja wie im Kindergarten! Ja, und was dann? Ein Kind mit einem Haufen Waffen, den Kopf voller Videospiele, verwandelt das Haus in einen Schießstand. Entzückend! Was zum Teufel ist los? Mit mir, meinte er. Ich hatte meine Zweifel über die Cleaner, die mich überwachten, und Mona. Nach Wladimir Lem steckte der Gangsterboss Vincent Gornetti hinter den Morden. Scheinbar hatte er einen Deal mit einem unbekannten Dritten. Vielleicht mit den Cleanern. Keine Ahnung. Irgendetwas passt nicht. Wenn das stimmt, stehe ich auf Gornettis Liste. Fast hätte ich Bravura angelogen. Ich redete mir ein, ich müsste zuerst die Fakten rausfinden, bevor andere die Beweise vernichten konnten. Aber das war eine Ausrede. Mona war mir unter die Haut gegangen. Davor konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Das war wichtiger als der Job. Sie hatte versucht, mich zu erreichen, die Nummer hinterlassen. Riskant, die Nummer auf der Wache zu hinterlassen. Verfolgen Sie den Anruf, dann werden Sie sehen, dass ich aus Hongkong anrufe. Winterson? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht folgt. Max, was geht da vor? Was meinen Sie? Machen Sie keinen Blödsinn. Monas Haus war eine verlassene ehemalige Geisterbahn nach dem Vorbild einer TV-Serie aus den 90ern. Die Show wurde abgesetzt, die Geisterbahn geschlossen. Jo. Oh nee. So ein Türsound, dass die Bude zu ist. Na klasse, jetzt wird's lecker hier. Ich erinnere mich, leider. Es war, als ginge ich in eine Falle. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich bei etwas ertappt. Wie war das noch hier? Boah. Da steht was. So, die Buchstaben sind so verdreht. Mirrors are more fun than television. Jawohl. Muss das sein? So eine Horrorkacke hier wieder. Das ist wohl eine Anspielung auf Gorilla irgendwie die oder so. Die Vordertür war nicht verschlossen. Ich fragte Godzilla, mich, warum es hier nicht von Herren und Herrenlosen halt ein Klassiker, ne? Kein Wunder. Ich meine, auch der erste Teil war voll wohl von Anspielungen, aber kenne ich irgendwie halt nicht unbedingt alle. Sie sind da! Geht fort! Halt
Ja. Sie haben einen Tumor im Gehirn. Der macht Sie verrückt. Wir müssen sofort... Verdammte Scheiße. Die Vergangenheit holt dich schleichend ein. Überall hört man bruchstückhafte Echos. Wie eine schlechte Wiederholung. Du hast jeden, der die Erinnerung weckt. Selbst wenn es nur in deinem Kopf ist. Mörder. Wusste ich doch, hier ist irgendwie noch was hinter der Scheibe. Das scheint irgendwie der... War auch nicht... Ach, keine Ahnung. Nein! Nein, nicht das! Geben Sie das zurück! Er hat den Bruder! Halten Sie ihn an! Nein! Alles ist offen. Ruhig. Wenn Unterhaltung zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, hast du Glück, wenn du darüber lachen kannst. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Und so. Der Todesnah. Er kommt. Flieh. Ja. Tja, dann. Ganz bescheuert laufen hier. Naja. Eine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder oder ist die einzige Auswahl. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? Ja, das bin ich. Hier spricht John Mirror. Willkommen auf der nächsten Ebene. Miese Kacke. Was ist das für crappy Sound? Klonk, klonk, kommt das her? Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Zeitverschwendung dieser Raum, aber na gut, wenn es Spaß macht. Da unten gibt es nichts. Da geht's nach draußen. Was ist da mit der Tür? Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Okay. Ja komm, dann schauen wir uns erstmal noch in dem Hinterhof um.
Aber hier gibt es anscheinend nichts. Gut. Lords und Ladies wird Ihnen präsentiert von Gold Touch Brandy. Wohin des Wegs, Lords und Ladies. Bruder? Mein Lord Jack, Himmel nochmal! Warum lauert ihr hier in der Dunkelheit? Seid ihr... spioniert ihr mir nach? Das ziemlich nicht für einen Lord. Nicht, das ist wenn kaputt, der andere kein Lord ist. Nicht meine Aktionen stehen hier in Frage, Valentine. Was glaubt ihr, wohin ihr zu dieser... Waffen und Sprengstoff in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Mama, haltet unsere Eltern daraus. Papa, der... Claudia, ihre Painkiller offenbar. Okay. Ah, oh, hier ein bisschen Muni und so. Blühender Unsinn. Wegen euch wird Vater bald sterben. Und ich werde das Haupt der Familie. Trefft euch auf eigene Gefahr weiter mit ihr. Wollt ihr mir drohen, my lord? Ich werde euch enterben, Valentine. Das und schlimmer. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Bruder. Das und schlimmer, Bruder. And we keep driving into the night. It's a lonely goodbye. Schon mal mit der Toilette anmelden. Mona, Mona, du bist einfach keine Sängerin. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch. Jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Warden? Nein. Wie auch immer, ich kann sie zu ihm bringen. Ja, dann mach mal. Würde ich sagen. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf Jahrhunderte alte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Alles klar. Ich kann sie ja, Leute, dann würde ich mal meinen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne 2, ne? Macht's gut oder besser.